Ja, wir danken dir wie immer herzlich. Und jetzt ein spontaner Einwurf, dann sage ich doch mal gerne ja. Da hat er nämlich recht. Bitte sehr. Ja, hallo Leute. Bin hier zur Friedensdemo gekommen, zur Mahnwache. Und in Gaza fallen die Bomben. Heute wurde ein Krankenhaus bombardiert und es gab viele Tote und Verletzte. Ja, und ich denke, das können wir nicht so hinnehmen. Israel bombardiert, Deutschland finanziert, USA finanziert. So kann das nicht weitergehen. Es muss Frieden geben. Natürlich ist die Hamas nicht so toll, aber sie versucht Widerstand zu leisten, Widerstand gegen Besetzung. Der Gazastreifen wird seit 7 Jahren abgesperrt. Die müsst ihr euch mal vorstellen, Berlin wird abgesperrt, ihr könnt nicht mehr reisen, es wird keine Nahrung mehr. Kein Benzin, nichts mehr wird geliefert. Das geht doch nicht, oder? Frieden für Palästina! Wir Menschen müssen, wir Deutsche, oder wir, die sich dafür halten, für eine deutsche Seele oder für einen deutschen Charisma. Ich habe herausgefunden, was mein Deutschsein bedeutet. Ich habe die Ernten geschaut, wo wir waren, als es noch Kolonialmächte waren, gab es. Da waren wir das einzige deutschsprachige oder die deutschsprachigen Wesen, die sich Menschen nennen. Die haben nicht nur gefüttert oder missbraucht oder die haben das gar nicht gemacht. Die haben einfach Liebe gegeben und sich gegenseitig respektiert und geachtet und sich gegenseitig zum Wachstum verholfen, dass wir eine Einheit sind. Ein planetarisches Bewusstsein. Die männliche und weibliche Gehirnhälfte dieses Planeten. Amor und Amora. Machen Amore, entstanden aus der Liebe der Natur und aus dem Sonnenlicht. Man hat uns im 15., 16. Jahrhundert ungefähr, gab es ein Volk, das wurde missbraucht, das wird bis heute noch missbraucht. Das sind die Regierenden. Das sind immer die Regierenden und das Volk wird dazu missbraucht, sich gegenseitig zu hassen und zu spalten. Und die Familien, daraus ist alles gewachsen und da werden wir wieder hinkommen. Eine Menschheitsfamilie, ein Menschengeschlecht und wir müssen auch im Klaren sein, dass es Wesen gibt, die sehen aus wie Menschen. Die riechen auch ganz, nee, die riechen nicht wie Menschen, aber sie sehen aus wie Menschen und man könnte das Gefühl haben, sie sind das. Sie sind das aber nicht. Und das muss uns klar sein. Also denken wir mit dem Herzen und alles ist ansteckend. Wahrheit, Glücklichsein und Gesundheit. Wenn das lebendige Wort jetzt Gewalt hat, dann wünsche ich, dass wir erkennen, dass es Priester, Pfarrer, Patienten und Patente und Politiker ein Spaltergeist beinhaltet, den es dazu, nach meiner Ansicht, dazu sind wir jetzt fähig, ihn in die Sonne zu schicken und ins All-Eins-Sein zu komprimieren, zu evolutionieren. Machen wir eine schöne Welt für alle, für alles Leben. Mein Körper ist aus dieser Erde und jeder, der sich den Körper aus dieser Erde genommen hat, um eine Erfahrung zu machen, wie es ist, als im Leben zu sein oder das alles ist ein Meer aus Gott und Gott spaltet sich und Gott macht in uns die Erfahrung, wie es ist, Mensch zu sein. Also es gibt nichts. Meine Haut ist die Grenze zwischen meinem Inneren und meinem Äußeren. Das geht uns allen so und das wird missbraucht. Und das holen wir uns jetzt alle zurück und wir wachsen nicht mehr, wir blühen. Wir blühen und lieben bedingungslos. Ahoi. Der Tod kennt keine Sieger und das Leben keine Verlierer. Ich freue mich. Ahoi. Ja, danke schön. Wir freuen uns auch. Danke für deinen Beitrag. Und dann ist es jetzt auch zufällig um 8. Und dann machen wir mal bitte unsere Schweigeminute. Auch wenn es sehr lustig war gerade, würde ich gerne ein Thema zuvor nehmen als den Hauptmeditationspunkt, dass es nicht lustig ist, was da unten gerade abgeht. Danke nochmal für deinen Hinweis. Wie konnten wir das vergessen? Genau, das ist ganz schön problematisch. Syrien, Ukraine, das ist ja einer der wichtigen Punkte, warum die Mahnwachen sich initiiert haben. Und wir sind da noch gleich so weit. Und zwar los.
Ja, danke schön. Schwer, aber gut.